Und damit herzlich willkommen zurück zu Dungeons auf Infinity, Leute. Es gab ein neues Update. Wir sind jetzt auf Version 1.1.5 und in Form dessen und weil ich mich aktuell etwas krank fühle, würde ich sagen, wir starten einfach mal mit einem Charakter, den wir noch nicht hatten, nämlich dem Frosch. Und fangen mal diesmal nicht mit der Challenge an, sondern machen mal einen normalen Run einfach, um die Unterschiede ein bisschen zu merken. Weil meine Skillfähigkeiten aktuell wahrscheinlich durch die Erkältung und Krankheit sowieso ein bisschen nicht so gut sind. Das wird man wahrscheinlich merken, man wird es ein bisschen hören und dementsprechend hätte ich gesagt, wir gehen einfach mal so rein und schauen uns mal die neuen Unterschiede ein bisschen an. Ich habe hier mal eine kleine Auflistung, was eigentlich geändert werden sollte. Es gibt jetzt wohl auch eine Erweiterung für den Bogen, wobei der dann 3 Pfeile schießt. Oh ja, siehst du, da geht's schon los. Richtig gut. Genau, der schießt 3 Pfeile und kostet aber nur 1 Pfeil. Das wäre die neue Erweiterung für den Bogen erstmal. Genau, das ist aber nicht möglich über hier so Gems oder Gems, wie immer man das aussprechen mag. Also ihr habt mich ja schon belehrt, dass es Gems heißt. Ich bin da aber so ein bisschen zu deutsch unterwegs, glaube ich, und sage immer Gems. Genau, da kann man die auf jeden Fall nicht erhalten, die Erweiterung, aktuell zumindest. Könnte sein, dass es da vielleicht in der Zukunft dann auch nochmal ein Update geben wird. So, und wir sind heute als Frosch unterwegs. Ja, des Weiteren gab es auch so ein bisschen physische? Einfach so ein bisschen Upgrade für die ganzen Charaktere. Ein bisschen Äußerlichkeiten von den Gems wurde auch geändert. Genau, es gibt einen Gutscheinartikel, den kann man irgendwie beim Shop einlösen, das ist auch neu. Und der Umhang wurde genervt, Leute. Geil, jetzt habe ich mich mit dem Umhang gerade angefreundet, jetzt wurde der genervt. Der tickt jetzt schneller Mana runter und kostet bei Benutzung zusätzlich Mana. Das ist aktuell eine Veränderung beim Umhang. Des Weiteren sind auch Tränke nicht mehr stapelbar, was auch noch ein bisschen mit dem Zusammenspiel beim Umhang auch zusammenhängt. Dadurch wird er noch schwächer. Ja, das sind so die ersten Änderungen. Was haben wir noch? Der Bombenladen in der Stadt. Der bietet jetzt immer den Bombenring an und wird vielleicht dadurch aus dem anderen Laden entfernt, möglicherweise. Oh, guck mal. Ja, das Äußere von den Gemstones hat sich geändert. Jetzt haben wir einen Amethyst und hier noch einen Queen Kingstone. Okay. Cool. Genau, neue Ladenbesitzer wurden hinzugefügt und neue benutzerdefinierte Charaktere wurden hinzugefügt. Wow, ach, guck mal, wie schlecht, ey. Echt wenig Geld bekommen auf der Etage. Echt sehr, sehr wenig Geld. Und auch keine sprengbare Wand gehabt, glaube ich zumindest. Es könnte halt sein, dass irgendwo was gewesen ist und ich einfach nicht aufnahmefähig war. Ja, außerdem in der Zwergenstadt oder in der Zwergenmine gibt es auch eine Aktualisierung von diesem Labyrinth. Sehr schön. Das soll jetzt wohl weniger lange sein und mehr Gegenstände sollen da versteckt sein. Also mal gucken. Das heißt, meine Karte bringt mir jetzt eher weniger. Oh, toll. Weißt du, hier so voll die geilen Items und keine Kohle bekommen. Schade. Lass mal gucken, was hier, was wir noch so rausholen können. Oh. Okay, ein Rubin. Und 60 Rubine. Ich würde sagen... Ah, sag dann Schwert oder Rüstung? Ich glaube, ich bin fürs Schwert. Ja, das Schwert ist besser. Aber keine Sorge, Leute, wir machen beim nächsten Run, wenn ich mich dann persönlich auch wieder ein bisschen besser fühle, so hier war jetzt nichts mehr, dann gehen wir auch wieder in den Challenge-Modus rein. Ich dachte nur, das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Kombination. Da ist ein neues Update rausgekommen. Und, okay, eine Mana-Bottle. Und, ich kränkel gerade ein bisschen und da dachte ich mir, ja komm, machst du jetzt einfach mal schnell
nochmal so einen Run. Damit es nicht ganz so schwierig ist. Und, ja toll. Nur Herzchen. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche Geld. Wenn ich es da irgendwie verscheißern sollte, dann, ja, habe ich wenigstens eine Ausrede. Bam, bam. Okay. Da ist der Key. Ja, dementsprechend habe ich heute hier auch einen Tee stehen. Statt einem Kaffee. Mal gucken. Mal gucken, ob der Tee mir Glück bringt. Bis jetzt sieht es ja eher weniger gut aus. So, guck mal hier. Das könnte nix sein. Mann. Ach, Kacke. Ich habe kein Geld. Ich hätte hier so schöne Items kaufen können, aber ich habe kein Geld. Hm, aber da kann ich mir einen Herzcontainer kaufen. Naja, immerhin. Ja. Bis jetzt eher weniger Glück gehabt, ne? Schade eigentlich. Naja, schauen wir mal, was das Game hier noch so bringt. Ob wir es noch weit genug schaffen. Das werden wir dann sehen. Okay, wie sieht denn unser Inventar aktuell aus? Ich würde mal das hier usen. Das würde ich mal equippen. Und ich hole mir mal den Brief. So. Bisschen Geld. Okay, okay, okay. Sehr schön. Kacke. Okay, Mana. Jetzt wäre eigentlich ein ganz guter Moment gewesen, um das Ding zu werfen, ne? Na, 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 na. Ja, also wie gesagt, von mir ist heute, glaube ich, nicht so viel zu erwarten, weil ich merke halt einfach, wie so die Gedanken so ein bisschen flach liegen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen heute. So, aber no problem. Wir ziehen trotzdem durch und ich hoffe, es ist trotzdem ein wenig unterhaltend für euch. Das wäre mir sehr wichtig. Okay, aber wir haben hier auch echt wenig Glück, ne? Das ist bis jetzt ein schlechter Run. Okay, wir hatten auch schon schlechtere, glaube ich, aber es gab auch schon wesentlich bessere. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. So, warum sind hier denn 5000 Herzen? Vielleicht liegt es auch an dem Frosch. Der Frosch, der macht nur Herzen und kein Geld. Das muss es sein. Oh, okay. Ja, habe ich jetzt was zum Konsumieren? Komm, ich nehme es einfach. Ich nehme es einfach mit. Bevor es da liegen bleibt, nehme ich es lieber mit. So, ich habe einen Durchgang, glaube ich, vergessen. Scheiße, es ist die Tür zugegangen. Ich hoffe, ich bin nicht hier eingesperrt. Das wäre ganz toll. Ich glaube, ich muss nur alle Gegner töten, ne? Ich glaube nicht, dass hier was... Ah, nein, nein. Oh. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Aber wir gucken mal. Ja, dachte ich mir eigentlich schon. Hi. Flachzange. Wie geht's euch? Zack. Ja, kein Glück. Jetzt kommen wieder keine Herzen, ne? Immer so, wie ihr es nicht braucht. Oh Gott. Nee. Oh, Kacke. Ja, schaut euch das an, ey. Katastrophal, der Run. Nee. Nee. Oh Gott, das ist schlecht. Es kommt mir immer so vor, als ob die Drop-Rate geringer ist, wenn man die nicht mit dem Schwert tötet. Oh.
Das Traurige ist, da ist nichts hinter. Leider. Oh Gott, das ist ja noch mehr. Tschüss. Oh, ich hab nichts gesagt. Ich hab ja gar nichts gesagt. So, oh mein Gott. Okay, nochmal ein Zehner. Aber wir hatten jetzt hier... Doch, einen Shop hatten wir auch. Mit dem Herzteil, ne? Ja, wir hatten irgendwo einen Shop mit dem Herzteil. Ich hoffe, da komme ich nochmal hin. Bam. Dem. Manchmal so schlecht einfach. Zack. Flambiert. Okay. Hier muss jetzt aber was sein. Komm schon. Ganz ehrlich, das wäre ja auch eine Schande gewesen, wenn da nichts drin gewesen wäre. Okay, Leute, das Geld kommt langsam zu uns. Die Frage ist, ist es dafür schon zu spät? Zack. Herzchen, Leute? Nö. Ich krieg keine Herzchen. Oh Gott. Ich gehe erstmal unten gucken. Weil ich glaube, der nächste Treffer tötet mich. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche Geld. Ich brauche Leben. Ja, das ist ein Schlüssel. This was the key. Und wupp. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Jawohl. Aber wir haben gar nichts bekommen. Das ist ja auch schon wieder so traurig. Wo war denn der Schlüssel? Habe ich den jetzt irgendwie verpasst? Ja, der muss ja irgendwo unten gewesen sein, oder? Theoretisch. Ich glaube schon. So, hier ging es noch nach unten. Stimmt, hier war ich ja noch nicht. Oh oh. So, ich habe jetzt gar nichts mehr, ne? Oh Gott. Oh Gott. So ein paar Ratten. Geil. Okay. Jetzt kommen wir dahin, glaube ich, wo ich wollte, oder? Ja. Schön. Ah, jawohl. Stab? Nö. So, wir sind wenigstens wieder full life. Ob ich das jetzt schaffe, ist eine andere Frage. Wir haben halt keine Heilung und keine Rüstung. Wir haben ein Schwert, was ein bisschen stärker ist. Bam, bam, bam. Ich krieg halt echt ein Herz Schaden, ne? Von denen. Oh, Kacke. Oh, Mann. Na? Okay, geil. Oh Gottchen, ja, zumindest haben wir das noch geschafft, ne? Zumindest das eine. So, sorry. Da wurde ich mal kurz rausgetappt. Ja, zumindest das eine haben wir geschafft. Wahnsinn. Oh, gut. Okay, wir haben zwei Herzcontainer, wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein stärkeres Schwert. Ansonsten, ja, und Stacheln. Ansonsten haben wir gar nichts. Also ich glaube fast, das geht schon in eine richtige Loser-Runde über.
kann sein, dass wir da wirklich richtig Pech haben. Okay, wir gucken mal. Wir können unsere Schatzkiste kaufen, Leute. Ich würd mir aber die Schatzkiste erstmal... Oder? 55 Rubine ist schon... teuer. Für 30 hätte ich jetzt ja gesagt, aber 55 ist mir aktuell noch zu teuer. Da gucken wir lieber mal, ob wir nicht doch irgendwo noch was Besseres kriegen. Vielleicht. Guck mal, hier ein bisschen Heilung. Na, na, na. So ein Ring wäre jetzt eigentlich auch mal ganz nice. Ach, guck mal. Na komm. Herzcontainer nehmen wir mit. Na, 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 na. Hier können wir uns einen Schlüssel kaufen. Die Orbs lasse ich liegen. Na, na, na. Oh, irgendwas habe ich getötet. Schön. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst gerade. Okay, hier komme ich sowieso noch nicht bei. Ich brauche den Schlüssel. Mano. Na, na. Irgendwas habe ich verpasst oben. Hier könnte ich mir Schlüssel kaufen. Machen wir natürlich nicht. Wir finden die Schlüssel. Wir kaufen die nicht. Okay. Ja, dann ist er hier, ne? Nee, Bomben. Bomben! 5 Bombs, Junge. Zack. Sind die Gegner? Hä? Ist ja gar nichts. Hä? Haben wir was verpasst? Hallo? Hallo? Hä? Ich war jetzt echt der Meinung, hier geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. Ist hier weiter? Hä? Wir haben keinen Schlüssel bekommen? Geht's auch nicht weiter? Hä? Ich bin sehr verwirrt. Ah, hä? Hab ich gar nicht gesehen. Ups. Nö, nö. Zack. Zack. Okay, alles klar, verstehe. Sehr schön. Rubine. Und da ist der Key. Kann man das Grab eigentlich schieben oder ziehen? Nee, ich glaube nicht. Aua. Mehr. Du Frettchen. Okay, wo geht's hier lang? Na, na, na. Na, na. Okay, rein da. Pfeile. Ja, Pfeile brauche ich nicht. Dafür hätte ich mir, glaube ich, schon eher den Bogen kaufen müssen. Das ist gut, das Hammer. Ah, Kacke. Nee, nee, nee. Blau haben wir nicht, ne? Wir haben grün, okay. Nein. Sehr schön. Okay, aber falls wir blau kriegen sollten, dann wissen wir, wo es steht. Sehr schön. Okay. Ich fühle mich squishy, wirklich. Also, kein... Ja, ich habe 2, 3 Herzcontainer mittlerweile, aber keine Rüstung, keine Heilung. Was ist das? Was ist das? Drop. Ein Diamond. Okay, perfekt. Diamonds sind nice. Mhm. Na, 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 na. Hey, Kumpel. Komm mal her. Komm mal her. Der kann einfach über Stacheln laufen. Die haben alle diesen Ring, Leute. Die haben alle diesen Stachelring. Ah.
Na egal. Lass ich erstmal liegen. Okay. Komm, gib mir ein bisschen Glück. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Der ist auch sehr heiß. Der ist auch sehr heiß, der Tee. Brauche ich nicht. Ein paar 60 Rubine nehme ich mit. Und den Schlüssel natürlich auch. Okay. Wir haben jetzt wieder einen Schlüssel. Weiß noch jemand, wo die Tür war? Ah, okay. Da war sie. Hallo. Wieder sehr wenig zum Aufsprengen und sonstigen Dingen. Boah, keine Ahnung, ob wir die nächste Etage noch schaffen. Bin sehr gespannt. Den haben wir echt nicht bekommen, ne? Traurig, traurig. Okay. Das war's erstmal hier. Was ist das? Käse. Fetter Shatter. Das reimt sich sogar. Fetter Shatter. Okay, wir droppen das und wir nehmen uns auf jeden Fall den Schild mit, Leute. Auf jeden. Drop. So. Und dann hoffentlich finden wir was Schönes hier. Auch schon wieder so ein Scheißraum. Ich hasse dieses Ding. Na na na, na na na. Okay. Zack. Oh, die machen auch so abnormalen Schaden, ne? Die sind ja. Okay, wir können unten auch lang. Ich gehe mal unten lang. Hier könnte ich einen Stab aufladen. Ah, ich habe keinen Stab. Einen Ring bräuchte ich mal, Leute. Ich habe so viel Mana. Okay, das sind auch schon wieder solche ekelhaften Viecher. Das ist meins. Aber natürlich, natürlich. Kacke. Ja, ein Bonbon. Ja, die halten zwei Schläge aus. Oh shit, Leute. Ich glaube, es geht gleich in die Endphase hier. Zack. Ja, es sind immer noch zwei Schläge, ne? Okay. Ja. Ich bin Krappi, die kleine Krappi. Oh Gott, so viele Geheimgänge. Ja. Und da ist es vorbei. Oh, scheiße, Leute. Ah, der erste Run ist damit rum. Schade. Naja dann, weiter geht's. Ich gebe den kleinen Frosch noch nicht auf. Eine Runde machen wir mindestens noch. Also das war jetzt echt schon zu low. Da geht noch was, Leute, da geht noch was. Warum kriege ich denn hier ein Herzchen? Ganz ehrlich, wer braucht denn auf dieser Position ein Herzchen? Wer sich hier verletzt, hat es nicht verdient, das Spiel zu spielen. Jetzt hätte ich in die Bombe laufen müssen, ganz ehrlich. Ja gut, das ist bestimmt schon vielen passiert. Sind in der Bombe stehen geblieben und haben sich verletzt. Das könnte ich mir fast vorstellen. Ich nehme das mal zurück. Tut mir leid, Leute, an alle, die sich verletzt haben. So. Keine Gegenstände hier, ey. Ich weiß nicht. Ist der Frosch... Haben die verschiedene Eigenschaften, die Leute? Je nachdem, welchen Charakter man spielt, dass die Leute mehr Sachen droppen oder mehr Herzen droppen. Pfeile, okay. Und das ist der Schlüssel. Ja. Guck mal, wie viele Herzen ich mit dem kriege. Das ist schon echt unnormal. Okay. Also wir haben jetzt Pfeile bekommen. Wir haben jetzt so ein Fragment bekommen, Kingstone. Und wir haben 0 Rubine aktuell. Wahnsinn. Nix. Nix bekomme ich. Ach. Oh, okay, Alter, hab nichts gesagt. Was zur Hölle?
Yay. Da gibt es sogar noch einen zweiten Schlüssel hinterher. Nicht schlecht. Ah. Ja, das war dumm. Da war ja noch ein Weg. Ich muss auch viel öfter mal eigentlich einfach so random in die Wände reinlaufen, weil ihr habt es ja auch schon im letzten Mal gesehen. Es gibt so viele versteckte Gänge und Geheimnisse und 100 Pro gibt es hier bestimmt auch irgendwo versteckte Dinge noch, die ich eigentlich nicht sehe. Muss man eigentlich alles mal abklappern nebenbei. Boah. Okay. Boah, aber das Geld. Dafür, dass wir vorhin halt einfach gefühlt nichts hatten in dem Moment, ist das jetzt schon richtig krass. Okay. Okay, cool. Das fühle ich schon ein bisschen mehr, Leute. So, wir gehen erstmal runter. Oh. Und werden gleich mal belohnt mit einem Schätzkistchen. Oh, schön Heilung. Leute, das ist halt so der Unterschied, ne? Die Runde gönnt viel mehr. So. Ja, das ist so ein Raum. Hier würde ich eigentlich eine Bombe legen. Eigentlich. Aber ich habe nicht so viele, deswegen ich spare erst mal ein bisschen. Ich bin ein bisschen auf Sparflamme. Hahaha. Bitte. Alter, Killerratte. Was zur Hölle? Das war echt eine Killerratte. So, aber hier lege ich eine, oder? Jawohl. Jawohl. Boah, jawohl. Holy moly, Alter. Die nehme ich gleich mal mit. 310 Rubine. Los, Leute, der nächste Shop kann kommen. Heilige Scheiße. Geil. Ein paar Bomben jetzt, jawohl. Hey, ja, 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 ja. Es ist halt Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Wie das manchmal gönnt. Unglaublich. Davor einfach gar nichts bekommen und wenn jetzt ein paar ordentliche Shops kommen, dann ist die Sache schon geritzt, sag ich euch, Leute. Da ist die Sache geritzt. Wenn Shops kommen, ordentliche. Oh. Oh. Noch was Sprengbares. Jawoll. Oh Gott. Oh Gott, so viele Edelsteine. Geht's hier noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Dann würde ich mal das hier kurz nehmen. Bisschen Mana, ein bisschen Herzen. Hier geht's auch noch weiter. Eieieiei, hier geht's schon in... Und da geht's nach unten, okay. Puh, Alter. Hier gibt's den Bogen, Leute. Komm, wir wollen das neue Upgrade mal ausprobieren, oder? Das neue Bogen-Update. So, use. Nee, warte mal. Das hier, die Rüstung... So, jetzt haben wir 4 Pfeile. Ich nehme beides mit. Soll der Geiz so. Drop. Drop. So. Die Sache ist, was nehmen wir jetzt drüben noch mit? Och, Mann. Erstmal nix. Es ist halt... Ah... Ich hätte den Bogen nicht mitnehmen sollen, ne? War eigentlich schon dumm, den Bogen mitzunehmen. Aber ich will das Upgrade mal ausprobieren. Guck mal, die kann ich stacken. Das ist schon mal geil. So, und das hier ist ein... Keine Ahnung. Das ist ein Saphir und das ist ein Topaz, glaube ich. Warte mal. Den blauen würde ich, glaube ich, ganz gerne mitnehmen, Leute.
Ich habe jetzt eine Automatik reingemacht. Das geht jetzt automatisch wieder weg nach 10 Sekunden oder 20 Sekunden, dass ich da nicht aus Versehen wieder, ne, eine halbe Stunde. Jetzt ist halt die Scheiße. Was mache ich denn? Was lasse ich jetzt liegen? Pfeile erstmal. Und später, wenn wir dann eine größere Tasche haben. Bomben. Ja, ich lasse das mal so. Ich mache das mal so, okay? Und später, wenn wir eine größere Tasche haben für Pfeile und so, vielleicht auch einen Köcher. Ja. Ja. Okay. Weiter geht's. Jo. Ja, direkt in den rein, na klar. Ah, von unten ist der Scheiße zu bekämpfen. Alter. Der hat aber ein bisschen gegönnt. Bisschen. Bisschen minimal. Okay. Und dann guck mal hier nochmal rein. Hallo. Und ein Bömmchen. Ja, die richtige Entscheidung wäre eigentlich gewesen. Wir lassen den Bogen liegen und nehmen dafür. Oh, ich kann nicht mehr reden. Und nehmen dafür den anderen Stein noch mit. Aber wir wollen ja mal ein bisschen testen, ne? Es ist. Ich will testen. Ich will ausprobieren. Hier müsste es eigentlich theoretisch irgendwo noch einen Schlüssel geben. Nicht? Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ah, okay. Perfekt. Okay, das hier schreit doch nach einem Geheimnis. Jawohl. Und noch ein bisschen Money. Ja, ein Köcher wäre jetzt gar. Ja, ich würde einen Köcher jetzt fühlen, Leute. Ein Köcher wäre jetzt cool. So. Da ist der Schlüssel. Da war noch eine Schatzkiste, habt ihr gesehen? Schön. Da wartet gleich die nächste. Noch mehr Geld. Sehr gut. Fällt mir. Zack. Zack. Schön, schön, schön. Überall schön Geld drin. I like it. Ah, und noch ein Saphir. Alter, noch ein Saphir? Da können wir uns auf jeden Fall schon was leisten jetzt. Mana. Boah. Alter, das ist schon wieder so eine krasse Runde, ne? Stell dich mal vor, ich hätte jetzt den Bogen nicht mitgenommen. Ich hätte noch mehr Kohle als jetzt und hätte mehr Platz und. Alter. Oh ja, noch ein Herzcontainer. Na klar. So, dann haben wir hier noch. Zack. Zack. Ja, kommt aber auch nichts mehr. Also so muss ich auf jeden Fall gegen den Boss kämpfen, das ist aber kein Problem. Das kriegt man hin. Easy. Hi Kumpel. Ah, man merkt richtig, dass ich ein bisschen. Dass ich ein bisschen daneben liege mit meinen Schwertschlägen, ey. Naja. Okay, wir gehen weiter nach unten. Hier muss, glaube ich, irgendwo der Schlüssel sein. Gott. Ja, da ist er doch. Jo, wir gehen leider nach links, oder? Ah, da ist noch der Typ, aber der macht ja nichts, ne? Nö. Sinnloser Raum eigentlich. Na. Da ist die Schlüsseltür. Okay, geh mal rein. Und jetzt geht's auch gleich in den Bossfight, Leute. Aber wir haben Heilung. Wir haben ganz viel Heilung.
Also der Frosch, der ist sehr süß, muss ich sagen. Der hat coole Sprites. Den fühle ich. So, hier ist nix. Nix zum Schieben. Okay. Zack, und weiter geht's. Ah. Na, 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 na. Aber jetzt könnte ich auch nochmal einen Ring vertragen, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Mana. Ah, jetzt kommt der noch. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Kacke, Leute, kacke. Drop. Den Brief muss ich mitnehmen, Leute. Der bringt so viel Kohle. Der muss mit. Ja, Pfeile habe ich jetzt auch keine. Oder zumindest keinen Platz für Pfeile. Ich glaube tatsächlich, die Tasche wäre jetzt am nützlichsten. Egal, komm, let's go. Wir haben es vorhin auch geschafft, da waren wir schlechter geequippt. Da hatten wir keine Rüstung. Also warum sollten wir es jetzt nicht auch schaffen? Weil ich jetzt einfach scheiße spiele, genau. Das ist der Grund. Bisschen konzentrieren noch. Ich dachte schon, jetzt ist vorbei. Ah, und einen schönen Tee hinterher, Leute. Okay, schön. Dadadam. Weiter geht's. Ah, beautiful. Und weiter. Okay. Worauf legen wir Wert? Ich hätte gerne eine größere Itemtasche. Einen Köcher würde ich mitnehmen. Immerhin will ich aber einen Bogen spielen. Ah. Oder wir kriegen halt ein Schild. Kacke. Kacke. Ich meine, ich könnte mir die Bomben... Ich könnte mir beides kaufen. Ja, mache ich auch. Ich brauche den Platz halt einfach. Deswegen mache ich's. Okay. Weniger Schaden. Nehmen wir mit. So. Okay, da muss ich sowieso nachher nochmal rein. Na, na, na. Na, na, na. Ich hock hier ganz komisch auf meinem Stuhl drauf. Krieg schon Rückenschmerzen, ey. Okay, weg damit. Nee, das ist auf jeden Fall keine brüchige Wand. Okay, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, und oh Gott. Und oh Gott, und oh. Oh, ich hasse Ratten, ich hasse Ratten. Ah. So, da ist der Key. Und weiter geht's. So, jetzt kommt eine Fledermaus direkt ins Gesicht. Tschüss. Und weiter geht's. Nein! Okay, Items, die... Oh, zwei Shop-Items kaufen. Kacke. Items, die, Heilungen machen, funktionieren nicht. Oh. Okay.
So, das drehen wir einmal um. Und jetzt kommen wir hier lang. Okay, schön. Schneek ist auch am Start. Hallo Schneek. Zack, zack. Na, na. Okay. Komischen Skelette, die Knochen werfen. Sind auch üble Gegner, muss ich sagen. Sei denn, man hat die so in der Ecke, dann sind die relativ easy. Ansonsten ekelhaft. Die blauen sind easy. Okay. Ja, nö. Oder? Hier? Ich mach mal. Wir haben gerade viele Bomben, aber nee. Okay. Ah, Kacke. Na. Na. Okay, schön. Da war noch irgendwas. Pfeile, 8 Stück. Kacke. Ah. Kommen die denn jetzt her? Oh, Mann. Nee. Nee, nee, nee. So, hier ist irgendwo noch ein blauer. Hallo? Wo ist er? Ah! Ah. Okay, ich brauche Heilung, Leute. Ich brauche Heilung, sonst ist der Run auch gleich vorbei. Kacke. Ich habe aber auch gerade nichts. Ja, ich habe meine Heilung ja auch liegen lassen, ne? Ich trottel. Okay, ist aber nur ein blauer. Kacke. Mann! Keine Heilung. Hallo? Ist das traurig? Oh Gott! Das ist aber auch eine Armee an Hooligans, ey. Ein einziges Herzchen. Scheiße. Komm, Wild Guess. Ah, hätte sein können. Oh. Ne, hier ist auf jeden Fall keine. Mann, ey. Na klar. Scheiße. Ah, okay. Ja, ich werfe einfach rein, komm. Egal, was es ist. Was ist ein 2x Saphir? Zeig mal. Geld. Geld? Was wäre denn das eigentlich gewesen? Einen Sack. Einen Sack. Also entweder hat sich das geändert. Ja, entweder hat sich das geändert oder es ist halt wirklich Geld. Aber für mich sieht das eigentlich aus wie ein Inventory-Beutel, oder? Okay, wir haben wieder Geld. Und kein Leben. Oh Gott! Hey, Kumpel! Ich brauche kein Geld. Ja! Oh nein, ich muss die alle töten. Oh, das war's, glaube ich, Leute. Es sei denn, ich bin jetzt ganz cool und mach die einfach. Scheiße. Alter. Shop, Leute. Oh, da ist der Bogen. Aber ich gebe keine Heilung. Was ist das hier? Ring of Bombs, ey. So, das ist der neue Bogen, Leute. Pff,
Let's check. Alter, ich brauche Pfeile. Dafür brauche ich erstmal Leben. Kacke. Mann, jetzt haben wir den Bogen. Oh Gott, das war's doch. Oh Gott. Nee, komm, ich mache erstmal einen anderen Raum. Ich brauche irgendeinen Raum, wo ich erstmal ein bisschen Heilung bekomme. Ja. Okay, so ein paar Pots. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe aber auch absolut Pech gerade. Ich brauche doch kein Geld. Boah. Ich hab eine Karte. Eine Shop-Karte, Leute. Cool. Info? 15% weniger. Ja, muss ich weniger bezahlen, ne? Hey, leck mir am Arsch, ey. Ich habe auch keinen blauen. Ey, ich bin hier so am Abgrund. Ich bin hier so am Abgrund. Oh! Herzchen. Ach, so eine Kackkarte. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich könnte nochmal zurückgehen und könnte mir... Ah, nee, warte mal. Nee, kann ich nicht. Kacke. Keine Chance, ey. Ja! Oh Gott! Danke, lieber Gott. Danke. Okay. Frage ist, was machen wir jetzt? Wir haben zwei solche Tickets. Ich würde... die auf jeden Fall einsetzen. Logisch. Oh, okay. Was machen wir? Also, ich kaufe mir als erstes so eine Scheißsuppe. Ganz ehrlich. Equip. Ah, okay. Wenn ich das equippe, dann kostet es weniger Geld. Verstehe. Ja, ich brauche die Suppe als erstes, Leute. Sind wir ehrlich, ich brauche die Suppe als erstes. Fertig. So, jetzt brauche ich noch 9 Rubine, dann würde ich mir den Schild noch kaufen. Obwohl der Köcher eigentlich auch geil ist. Aber jetzt kann ich erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Was fällt dir denn aus? Alter. Alter, Leute, ich gehe kaputt hier, ey. Ganz ehrlich. Hallo? Ist gar nichts. Hier ist gar nichts. So, und hier ist wieder so ein Kackraum. Hier muss ich erst was umdrehen, okay. Okay, wie weit waren wir denn hier jetzt? Wir haben hier noch eine Krabbe. Ich brauche noch ein bisschen Geld, Leute. Na. Okay, das drehen wir schon mal um. Überall sind jetzt diese Pfeile. Kacke. Hallo? Okay. War auch einfach nur eine Falle eigentlich. Ja, was meint dann Leute, den Köcher oder das Schild? Ich glaube, ich nehme den Köcher, weil ich will das ausprobieren dann. Mir fehlen aber trotzdem noch ein paar Rubine.
Ich hoffe, ich kriege jetzt irgendwie noch 8 Rubine auf die Ketten. Na, na. Oh, hier haben wir noch einen Geheimgang. Sind aber auch nur Gegner am Start. Okay. Ja. Oh. Oh. Was ist das? Quarz. Ja, das bringt mir halt aktuell nichts. Rubine wäre mir jetzt lieber gewesen, Leute. Okay, Herzchen ist nice. Na, na, na. So, zack. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich bin wirklich ganz froh, wenn ich Pfeile habe und mal ein bisschen auf Fernkampf gehen kann. Ich krieg auch schon wieder so auf den Nüschel, gell? Ah, 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 ah. Boah, blaue Flasche, Alter. Konsumiere ich jetzt weg. Sorry, Leute. Sind vielleicht alles nicht so die klügsten Entscheidungen, die ich gerade treffe. Aber es sind Entscheidungen. Nee. Komm, 3 Rubine, Leute. Ihr werdet doch noch irgendwo 3 Rubine für mich haben. Kommt schon. Bitte. Bitte. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, da sind sie. Okay, wir gehen zurück, Leute. Wir gehen zurück zum Shop. Dann habe ich nämlich Platz. Und dann sammle ich gleich noch ein paar Pfeile ein. Das ist der Plan. Wir sind gerade full life. Das gefällt mir ganz gut. Wenn wir diese Etage geschafft haben, dann kriegen wir auch... Ah, sollte ich vielleicht doch das Geld lieber sparen? In der Hoffnung, dass wir irgendwo ein Gem kriegen. Hier, guck mal. Hier haben wir halt auch das Ding. Ich lieber Geld sparen. Nee, komm. Wir wollen das jetzt sehen, Leute. Wir wollen Pfeile verballern. Wir wollen das neue Bogen-Upgrade testen. Yes. Das wollen wir. So, let's go. Geil. So, da haben wir Pfeile. Wir haben überall ein paar Pfeile rumliegen, auf jeden Fall. Die hole ich mir jetzt. Und probiere das auf jeden Fall mal aus. So, das ist der Dreifach-Schussbogen. Also die Beschreibung war, ist irgendwie, wir schießen einen Dreifachschuss und wir verbrauchen aber nur einen Pfeil. Das war die Beschreibung. So, wir haben 9 Pfeile jetzt. Mega. Geil. So, wir haben den Köcher. Naja. So krass ist er jetzt nicht, ne? Das war's mit meinen Pfeilen. Scheiße. Mann, der könnte ruhig ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, ich glaube, die Rüstung wäre besser gewesen. Ja, überlegt mal, wenn wir jetzt das ganze Zeug gespart hätten, wir hätten keinen Bogen. Naja, wäre, glaube ich, schon effektiver. Wir haben jetzt trotzdem den Saphir jetzt noch schnell. Zack. Ja, wir hätten jetzt eine Rüstung mehr, wir hätten noch Geld übrig. Alles in allem wäre das effektiver. Bin ich wahrscheinlich eurer Meinung, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, ihr
Seid ihr auch froh drum, dass ich es mal ausprobiert habe? Ich denke, ihr wolltet das auch sehen vielleicht. Ich will das ja auch selber mal testen, wenn es hier neue Upgrades gibt und so, ob das was bringt. Naja. War halt so semi. So. Aber wir benutzen es mal. Vielleicht, ja, überrascht es uns ja doch noch irgendwie. Schauen wir mal. Kacke. Kacke. Manchmal bin ich selber zu doof für das Spiel, ganz ehrlich. Ah, ich hasse diesen Schalter aber, oder diese Funktion aber auch mit dem Ding. Dass es immer feuert, wenn ich mein Schwert bewege. Mega nervig. Okay. Mal nochmal laden. Aber da brauche ich nichts. Okay. Wir sind in der Stadt angekommen. Mit einer unglaublichen, beschissenen Zahl von 9 Rubinen. Ich bin ja überhaupt nicht begeistert. Okay. Und auch die Höhle scheint hier nicht so richtig zu gönnen. Na 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 na. Ach, so warm, ne? Also mir ist gerade sehr warm. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich hier wahrscheinlich gerade im Pullover sitze, Tee trinke und ich ein bisschen erkältet bin. Das ist wahrscheinlich die Ursache von der Wärme. Dum, dum, dum. Ah. So, jetzt mal ein bisschen umpositionieren. Okay. Heureka, Leute, ich bin gespannt, was wir hier jetzt so erreichen. Oh, haben die Rubinen weggenommen? Nee, hier sind sie. Ich wollte schon sagen. Ich gebe erstmal schnell den Brief ab. Hallo. Ich bin ein Frosch und gar nicht gruselig. 225? Heilige Scheiße. Also ich würde jetzt mal kurz gucken, ob ich mir vielleicht den Ring kaufen kann, mit dem ich mehr Geld bekomme. So wie wir das eigentlich immer machen. Ich würde das jetzt auch nicht mal schneiden, wenn das okay für euch ist. Okay. So, die haben ja auch alle neue Sprites, ne? Magic. Immunity. So, ich habe schon mal nicht das, was ich gerne hätte. Ring of Arrows. Ich glaube... Oh nein, Ring of Rupees. Ah, okay, das ist nicht der, aber das ist auch geil. Den nehme ich mit. Tschüss. So. Nicht zu viel. Ich brauche noch Magie. Habe ich gerade vergessen, dass ich noch Magie brauche. Das sollte ich mir im Hinterkopf bewahren. So, warte, das Buch holen wir jetzt eben mal schnell. Ah, jawohl, Pfeile. So, ah, das brauche ich ja auch noch. Okay, warte. Ich schmeiß das mal kurz hier hin. Drop. Drop. Mic drop. So. Ja, die Kosten für das ganze Zeug wurde, glaube ich, auch reduziert. Das Pulver. Nee, das Pulver kostet jetzt, glaube ich, mehr Mana. Und aber dieses Erdmedaillon kostet jetzt weniger Mana. Ob es was bringt, das Erdmedaillon mitzunehmen? Ich glaube kaum. Also ich wäre jetzt nicht davon begeistert, mit dem Erdmedaillon in die nächste Etage reinzugehen. Klar clearst du damit mal einen Raum. Aber das war's dann halt auch, ne? Mehr ist da, glaube ich, nicht zu machen. Aber mit dem Ring of Rupee bin ich erstmal ganz fein, muss ich sagen. Da kann man erstmal ein bisschen was mitmachen. Also irgendwie sind die Tränke auch teurer geworden. Kann das sein? Kommt mir so vor.
So, das Zauberpulver. Zack. Ja, wir gehen das jetzt nochmal gemeinsam hier durch. Ich will auch einfach gucken, ob es vielleicht hier irgendwelche Veränderungen noch gibt. Im Gegensatz zu der älteren Version. Aber bisher sieht es nicht so aus. Okay. Dann einmal hier. Es müsste jetzt weniger Mana kosten. Ich glaube, vorher hat es fast die Hälfte gekostet. Ah, auch der Schlüssel sieht neu aus. Cool. Schön. So, und jetzt Schatzkammer ausraupen. Na? Let's go. Die, 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 die. 75. Jawoll. 25, okay. Und nochmal 80. Schön. Okay. Wir starten erstmal hier rein. Schön hinterm Wasserfall. Zack, zack, zack. Na, 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 na. Und dann gehen wir nochmal in die Häuser rein und machen die Krügchen kaputt. Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Kohle. Okay. Ich will mir auf jeden Fall eine größere Tasche kaufen, glaube ich. Wenn das geht. Das ist schon wieder was, das braucht keiner. Da wäre ich halt so froh, wenn es irgendwie eine Funktion gäbe, wo man was verkaufen kann, ne? Das wäre so geil. Würde ich feiern. So, gibt's hier noch was? Zack, zack. Ne. Aber hier gibt's noch eine schöne Schatzkiste. Und ich lege meine ganze Hoffnung da rein und es sind 60 Rubine, jawoll. Die nehmen wir natürlich mit. So, dann sind wir hier auf der Seite der Karte auch schon fertig. Und ich würde mal ganz kurz gucken, was wir hier so haben. Ein Schild, ein Schwert. Die vier würde ich, glaube ich, alle mitnehmen. Da sind wir bei 170, 275, 280, 340 Rubinen. 340 Rubine hört sich erstmal sehr gut an. Und haben wir hier vielleicht noch eine Tasche? Jawohl. Ah, der Herzcontainer, den hätte ich auch gerne. Gems, 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 Gems. Ich nehme erstmal die Tasche mit. So. Machen wir erstmal den. Und dann... Zack. Erstmal viel mehr Platz, das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal... Okay, noch so ein Ding. Ja, so eine Tasche für Gems würde sich, glaube ich, schon lohnen. Vor allem jetzt kommt ja auch noch... Okay, Bomben habe ich auch gerade gar nicht so viele. So, hier, ne? Unser neues Geheimversteck. Schau mal, Alter, richtig Rubine. Wurde das erhöht? Wurde das nochmal erhöht, Leute? Gar nichts. Wahnsinn. So, Schralala, sag mal her. Den Edelstein. So, 586. Haben wir hier ja auch noch eine Schatzkiste. So, die Hühner kann ich dann auch noch hochheben. Noch so ein Ding. Okay, das ist Quarz. Zack. Quarz, warte mal. Ah, da kriege ich nur ein Dosenbier. So ein Scheiß. Nur ein Dosenbier. Wo ist denn eigentlich der Bombenshop? Hier. Nee, wo ist denn der Bombenshop? Oh Gott. So. Das war knapp. Aber auch nochmal schön Geld bekommen. Nice. Ah, guck mal. Oh, schön. Mm-mm-mm.
So, die Hühner muss ich auch nochmal hochheben. Da sind ja, wie gesagt, manchmal Eier drunter. Deswegen, das ist wie gesagt ein Muss. Hühner hochheben. Und am geilsten ist es noch... Ah, schön. Oh, ich glaube, wir können uns noch gut was kaufen, Leute. Ah, oh, ich bin happy. Ich bin happy. Happy, happy, happy. Okay. Was kaufen wir uns, Leute? Ich gehe erst mal ganz kurz hier rein. Ich glaube, ich will mir den Sack hier noch mitnehmen. Obwohl, das ist auch geil. Ah. Ah. Komm, nimm den Sack mit. So, dann sieht das nämlich so aus. Dann haben wir hier wesentlich mehr Platz im Inventory. Und ich glaube, ich kann mir hier das alles kann ich mir noch gönnen. Jawohl. Und der Herzcontainer ist sogar auch noch drin, Leute. Geil. 3,5. Und richtig gut geupgradet. Und die kann ich sogar auch noch mitnehmen. Ha, wie geil. Okay, warte mal kurz. Mache ich das nämlich noch ein bisschen leer. Habe ich noch ein bisschen Kohle. Schön, dann kann ich ein bisschen Mana nebenbei regenerieren. Hier ist auch richtig schön full. Die Sache ist, nehme ich... Soll ich die wegschmeißen? Weil da kriegen wir noch mal ein bisschen Heilung. Komm, die schmeiße ich noch raus. Die schmeiße ich noch raus. Dann kriegen wir noch ein bisschen Healung hinterhergeschmisseln. Ich kann noch mal hier reingucken. Ja, ist auch ein bisschen neu gemacht hier. Oh! Hier kann man sich auch was holen. Für 15 Rubine. Na cool. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber egal. So, einfach mal ein bisschen mit den Leuten quatschen. Ein Pub? Gibt's hier im Pub noch was? Interessiert euch ja vielleicht auch, ne? Gaming Lounge. Ja, hier kann man ein bisschen zocken, aber da verballert man nur sein Geld. Okay. Schön, das haben wir auch nochmal. Dann hier kann man sich was zu essen kaufen. Nö, das mache ich nicht. Okay. Bin zufrieden, Leute. Bin erstmal zufrieden so. Ja, ich schmeiß die Games noch raus. Denke, das ist die richtige Entscheidung. Die bringen jetzt eh nicht so viel. Hole ich mir noch 2 Dosen Bier. Also ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch geändert. Die Liste scheint ja nicht mehr aktuell zu sein. Power First ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Okay. Und ich gehe hier mal da drauf. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt auch ein paar Pfeile bekommen. In den nächsten Runden. Dass wir mal in unserem Bogen ein bisschen einsetzen können. Gegen manche Gegner sind ja Pfeile ganz nice. So, wir haben auf jeden Fall ordentlich Rüstung. Das ist mal so. Rot habe ich natürlich nicht. Natürlich. Na na, ne, rot habe ich nicht. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch wohl ein Scherz hier. Na na. Okay. Ah, mal schön in die Stacheln gelatscht. Nice. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, wenigstens 10 Pfeile bekommen. Mana, Mana. Mana. Okay. Aber das ging. Ich hätte mein Eisding mal benutzen sollen, glaube ich. Zack. Oh. Das nehmen wir beides mit. Jetzt habe ich davon schon 5 Stück von den Grünen. Alter. Geht das? Nee. Schade. Oh Gott.
Ist das? Ring of Bomb? Nö. Oh. Ja, hätte man sich sparen können, aber ganz ehrlich, ich weiß eh nicht mehr, was ich mit den Dingern anfangen soll, deswegen. Shit happens. Aber. So, rumgedreht und weiter geht's. Ich muss nach unten jetzt wieder, ne? Ja. So. Eine Erdbeere, schön. Eine schöne Erdbeere. Man kennt's. Ja, die Lampe wäre noch ganz geil gewesen, ne? Man sieht jetzt relativ wenig aktuell. Aber hey. So, da müsste eigentlich... Okay. Ich hätte jetzt eigentlich mit was anderem gerechnet. Aber nehme ich auch. 20 Pfeile. Sehr schön. Ne, 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 ne. Okay. Einfach nichts. Und hier direkt bei der Schlüsseltür, das ist so cool. Boah. Sehr schön. Rupee Gemstone, jawohl. Tada. So, da kriegen wir nochmal Mana in der geschmissen. Das geht natürlich gleich wieder aus. Und Bomben. Ja, ich bin zufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Lässt sich sehen, was wir hier machen. Equip. Noch mehr Bomben. Ah, ist ja okay. Brauchen wir ja später auch. Für die Mine. Okay. Na, 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 na. Oh Gott. Oh ja. Hat sich gelohnt, das zu machen. Das nicht. Ah! Es gibt doch gar nicht viele rote, ey. Leute, ich brauche keine roten. Okay. Ah. Okay, rein in den Teleporter. Okay, ich gehe hier einfach weg. Ah, Inventory back. Noch eins, vor allem. Wahnsinn. Ja, aktuell brauche ich das gar nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ah, das ist Revival. Aber wir nehmen das Schwert. Haha, nice. Okay, das sieht irgendwie... Wie viel kostet das Revival-Ding? 110. Könnte man sich holen. Okay, ich bin sehr zufrieden. Ja. Let's go. 4-5 ist okay. Bam, 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 bam. Okay. Na, na.
Kacke. Na, na, na. Okay, Schild ist echt gut gegen die, ne? Man muss eigentlich nur in die Richtung gucken. Na, na. Es sei denn, man wird natürlich frontal irgendwie getroffen. Scheiße. Kacke. Okay, da haben wir. Ein Treffer hätte ich noch gebraucht. Mann! Okay, cool. Bisschen wenig Geld aktuell. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Die Sache ist halt, wie wird die Mine sein, Leute? Wie wird die Mine sein? Was wird da auf uns warten? In der Mine. Weil es gab wohl Veränderungen in der Mine, wie gesagt. Habe ich ja vorgelesen. Frage ist, was hat sich verändert? Okay, das ist erstmal sehr linear, das gefällt mir. Hä? War doch nicht so linear. Hä? Ach ja. Ah, Mann. Okay, warte, warte, warte. Bogen. Wow. Boah, ich... Kriege ich Aggression gegen die. Ich hasse die. Warte mal, war hier unten auch noch was? Ja. Ich geh erstmal hier lang. Wow, 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 wow. Okay. War einfach nur eine Falle. Verstehe. So, die halten jetzt auch schon ein bisschen mehr aus. Okay. Dann gehen wir nochmal nach links, würde ich sagen. Kacke. War eine scheiß Idee. Wollte ich immer sagen. Okay. Ah. Map die Karte. Hey. Okay, kann ich die mittlerweile? Okay, das geht auch. Ah, noch schön Geheimgang gefunden. Perfekt. Ja, war eher eine Falle. War einfach nur eine Falle wieder. Scheiße. Ah, ja, die nehme ich gleich mal mit. Das passt mir gerade ganz gut, glaube ich. So, schön. So, warte mal, ich habe hier drüben einen Raum verpasst. Warum? Ach so. Verstehe, verstehe, verstehe. Nö, nö, nö. So, okay, es geht weiter hier drüben. Hätte sein können. Okay. Ja, Leute, was haltet ihr denn von dem neuen Bogen-Upgrade? Ich weiß nicht. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er mehr Angriffskraft gehabt hätte. Anstatt diesen... Ja, diese Salve zu machen.
Ich glaube, mehr Angriff hätte mir da besser gefallen. Okay, Enemies sind ein bisschen stärker, solange bis ich 80 Rubine eingesammelt habe. Na, schauen wir mal. Natürlich ist der erste Enemy noch gleich so ein Vieh. Junge! Boah, Alter! Kacke. Ach, oh, schön. Danke. Oh! Der will essen! Ist ja krass. Bis jetzt gab es immer nur den Toten. Der lebt noch. Der braucht mir was zu essen, Leute. Ja, krank. Boah, was? Wo kam denn der Sniper her? Okay. Wow. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, das war mal wieder ein eher semi-erfolgreicher Part. Ich würde aber sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, es reicht euch auch persönlich, denn wir haben jetzt halt einfach mal die neuen Sachen so ein bisschen vorgestellt, ein bisschen neue Sachen kennengelernt. Dinge, die halt mit dem neuen Update kamen. Ich persönlich finde jetzt das Bogen-Upgrade nicht so geil. Muss man sehen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Upgrade findet, ob ihr das mal benutzen würdet. Ja, für mich persönlich wäre es, glaube ich, wesentlich effizienter gewesen, hätte ich den Bogen nicht mitgenommen und das Upgrade nicht gekauft. Hätte ich halt 300 Rubine mehr gehabt, den Köcher hätte ich nicht gekauft, hätte ich 400 Rubine mehr gehabt. Wäre, glaube ich, für mich effizienter gewesen. Aber gut, kein Problem. Das ist jetzt einfach mal eine Folge für euch zwischendurch. Ich glaube, ich werde das morgen auch gleich hochladen, am Mittwoch. Und da habt ihr mal wieder eine kleine Folge für zwischendurch. Hoffe, das war okay für euch. Leider diesmal kein Erfolg dabei gewesen. Schade. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Dann machen wir wieder eine Challenge, würde ich sagen. Dann geht es mir hoffentlich auch wieder ein bisschen besser. Und ich denke mal, das werden wir dann so am Samstag machen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und gerne liken, komponieren, was? Liken? Abonnieren und kommentieren, genau. Wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge zu Dungeons of Infinity. Tschüssi, Leute.